Ich definiere zwei Vektoren aus dem dreidimensionalen Raum. Und ich suche den Vektor, der senkrecht auf beiden steht. Das heißt, ich brauche das Vektorprodukt. An der Stelle verkürze ich das Ganze, weil wir bereits wissen, wie das Vektorprodukt berechnet wird. Dazu habe ich ja ein externes Video angefertigt. Es geht nun darum, diesen riesen Schreibaufwand, den ich gerade betreibe, abzukürzen. Dazu muss man sich die Frage stellen, gibt es eine ja, angenehmere, kompakte Schreibweise für dieses Vektorprodukt? Ja, und ich kann zum Beispiel formulieren, Levi-Civita-Symbol, IJK, jetzt brauche ich die Komponenten vom Vektorprodukt, X, I, Y, J, mal der Standardbasisvektor. So, also hier steht nochmal der Index K. Das ist eine Schreibweise für dieses Vektorprodukt. Aber warum funktioniert das und was steckt dahinter? Hier stecken indirekt drei Summenzeichen drin. Ja, die man einfach weglässt, wenn man sich auf diese Einstein-Notation beruft. Die sagt nämlich das Folgende: Du summierst über alle doppelt auftretenden Indizes. Ja, das war es eigentlich. Also hier steckt indirekt eine Summe drin. Ja, wir haben hier drei unterschiedliche Indizes, die jeweils doppelt vorkommen. Also muss ich über alle Indizes summieren. Also habe ich eine Dreifachsumme. Wir wollen das tun. Wir fangen an mit K. Ja. Und man muss sich natürlich jetzt die Frage stellen, von wo bis wo muss mein K laufen? Ja gut, ich habe hier Vektoren aus dem Dreidimensionalen formuliert. Hier hinten steht ein Standardbasisvektor. Wir beziehen uns aufs rechtshändige kartesische Koordinatensystem. Also brauche ich 1, 2, 3 Werte für den Index K. Also K muss von 1 bis 3 laufen. Das tun wir jetzt. So, Symbol IJ1, also für K1 setzen. Hier wieder für K1 setzen. Jetzt muss K den Wert 2 annehmen. Und schließlich muss K den Wert 3 annehmen. So, jetzt klammere ich hier mal gedanklich. Jetzt kann ich mir einen Index aussuchen, I oder J. Ich wähle J aus. J muss jetzt von 1 bis 3 laufen. Ja, das heißt, ich bekomme 9 Summanden. Man wird sich jetzt fragen, ist es wirklich notwendig, so ausführlich zu formulieren? Ja? Also sprich, diese 9 Summanden hinzuschreiben. Und die Antwort ist eindeutig ja. Denn auch hier ist es wie bei allen anderen Dingen auch, wenn man die Routine noch nicht hat, dann bietet es sich an, so ausführlich wie möglich zu arbeiten. Wenn man irgendwann dann sicher ist, dann kann man natürlich das Ganze verkürzen. Irgendwann ist man dann so sicher, dann kann man drei, vier Schritte in einem weglassen. Aber wir müssen natürlich hier auch berücksichtigen, dass die ausführliche Schreibweise günstiger ist, um etwas besser zu erklären. Ja. Keine Angst, wir formulieren zum Schluss keine 27 Summanden, denn I muss ja jetzt dann auch die Werte von 1 bis 3 durchlaufen. Wir machen das Ganze anders. Wir beziehen uns auf die Definition von diesem Levi-Civita-Symbol. Okay, also die 9 Summanden stehen. Wir können es nochmal durchspielen. J muss ja die Werte von 1 bis 3 annehmen. Also. Hier war ja K1, hier ist der J-Wert. J war auch bei dem Symbol Y. Also können wir das hier zurückverfolgen. Hier ist der Wert immer noch J gleich 1. Jetzt springt der Wert auf 2. Und schließlich nimmt J auch den Wert 3 an. Okay. Jetzt müsste ich ja hier wieder gedanklich klammern, ja, und für i die 1 einsetzen. Ja. Dann für i 2, dann habe ich schon 18 und dann für i 3 die 27. Wir schauen uns lieber das Symbol an. Was besagt dieses Symbol? Das muss ja definiert sein. Hier in unserem Fall stehen beim Symbol drei Indizes. Die können jeweils die Werte von 1 bis 3 annehmen. Wir schreiben das mal in dieser Zyklenschreibweise. Und jetzt bilde ich alle Kombinationen, die möglich sind,
aus diesen drei Zahlen und laufe da gedanklich im Uhrzeigersinn durch. Ja? Also ich setze mich mal gedanklich auf die 1 und laufe im Uhrzeigersinn jetzt auf die 2. Dann, ja, ich darf die Uhrzeigerrichtung nicht verletzen, muss dann von 2 auf 3 und von 3 auf 1. Also habe ich eine Kombination gefunden, eine Möglichkeit gefunden, wie so ein ja, Index bei diesem Symbol ausschauen kann, nämlich 1, 2 und 3. Ich kann aber auch hier starten. Ja, dann laufe ich von 2 auf 3 und von 3 auf 1 und schließlich von 1 auf 2 und habe den Kreis durch im Uhrzeigersinn. Ich kann aber auch hier starten. Dann gehe ich von 3 auf 1 und von 1 auf 2 und von 2 auf 3. Habe ich wieder einen Kreis gezogen im Uhrzeigersinn. Diese drei Möglichkeiten sind möglich im Uhrzeigersinn und die bekommen nach Definition plus 1. Ja. Das heißt, steht bei meinem Symbol eines von diesen drei Möglichkeiten, dann bekommt es nach Definition die Zahl plus 1. Ja, ich darf dann das Symbol streichen und plus 1 setzen. Jetzt schaue ich mir wieder das Ganze an und bilde Kombinationen im Gegenuhrzeigersinn. Ja, das heißt so rum. Okay, ich habe aber schon die Möglichkeiten, die im Uhrzeigersinn gebildet werden. Okay, dann schaue ich mir das an. Entgegen der Uhr heißt dann von 3 auf 2 und von 2 auf 1. Ich schaue mir das an. Entgegen der Uhr heißt dann von 1 auf 3 und von 3 auf 2 und von 2 auf 1. Entgegen der Uhr heißt von 2 auf 1 und von 1 auf 3 und von 3 auf 2. Okay, das bekommt nach Definition ein negatives Vorzeichen. Jetzt, wenn man hier oben genauer hinschaut, dann treten ja auch Fälle auf mit doppelt auftretenden Indizes und wenn ich hier mal gedanklich die 2 einsetze mit dreifach auftretenden Indizes. Dafür muss ja auch eine Definition, das muss ja auch in der Definition berücksichtigt werden. Man schreibt für all diese Fälle einfach 0 sonst. Also für alle Fälle, die von diesen Fällen abweichen, muss ich für das Symbol die 0 setzen und 0 mal irgendwas ist dann insgesamt 0. Das heißt, ich kann den Summanden dann vergessen für den entsprechenden Indizewert. Gut, das wollen wir jetzt mal tun. Wir fangen an mit i gleich 1. Wenn ich hier gedanklich 1 einsetze, habe ich den dreimal, also dreimal denselben Indiz. Falle ich in den Sonstfall, muss ich hier für das Symbol 0 setzen. 0 mal irgendwas, ja, ist 0. Also kann ich den Summanden dann komplett vergessen für den Wert i gleich 1. Okay. Hier, wenn ich für i gleich 1 einsetze, habe ich zweimal den gleichen Indiz, falle ich wieder in den Sonstfall, ist nach Definition dann 0. Hier ebenso zweimal die 1 nach Definition 0. Hier zweimal die 1 nach Definition 0. Hier sowieso ein doppelt auftretender Indiz. Das heißt, an der Stelle für alle Indizwerte, ja, ist das hier immer 0, weil hier schon bereits zweimal der gleiche Indiz steht. Hier genauso. Und hier kann ich auch streichen, weil hier zweimal die 3 vorkommt. Ja, das sind ja drei Fälle, wo ich 0 schreiben muss. Also kann ich die gleich mal vergessen. Also reduziert sich unser Problem auf 6 relevante Summanden. 3 kann ich gleich am Anfang vergessen. Egal, welche Werte die Indizes annehmen. So, aber wir sind immer noch beim Wert i gleich 1. Welche muss ich nun berücksichtigen? Ja, zum Beispiel hier. Wenn ich hier 1 einsetze, habe ich drei unterschiedliche Indizes. Ja, okay, dann bin ich ja in dem Fall drin. Nach Definition ist hier ein positives Vorzeichen zu setzen. Hier habe ich wieder zwei gleiche Indizes, wird 0. Hier ist noch interessant. Ja. 1, 3, 2 falle ich ja hier in dem Bereich rein, wo ein negatives Vorzeichen zu setzen ist. Ja, das heißt, für den Wert i gleich 1 muss ich zwei Summanden berücksichtigen, nämlich Symbol 1, 2, 3, x1, y2 mal dieser Vektor plus Symbol 1, 3, 2 mal dieser Vektor. Wie sieht es aus mit dem Wert i gleich 2? Ja gut, wir setzen hier wieder gedanklich die 2 ein. Habe ich hier nochmal die 2? Nach Definition muss das 0 sein. Also nicht relevant. Hier wird es wieder spannend. 2, 1, 3 sind drei unterschiedliche Indizewerte. Ja, muss ich wieder in die Definition reinschauen. Dann bin ich räume mal kurz hier auf, in dem Bereich, nämlich 2, 1, 3.
Da ist ein negatives Vorzeichen zu setzen. Hier habe ich wieder zwei gleiche Zweier. Hier habe ich auch doppelt 2, wird 0. Hier wird es wieder interessant. Für i gleich 2 eingesetzt habe ich 2, 3, 1. Diesmal falle ich in diesen Fall. Okay, ich muss plus 1 setzen. Ja, das ist wieder 0, weil hier zweimal die 2 vorkommt. Okay, so funktioniert es. Also auch für den Wert i gleich 2 habe ich zwei Summanden zu berücksichtigen, nämlich Symbol 2, 1, 3, x2, y1 mal dieser Vektor plus Symbol 2, 3, 1, Komponenten mal Vektor. Und jetzt habe ich nur noch einen Wert für i, nämlich 3. Ja, wir setzen hier dann 3 ein für i. Haben wir den Fall 3, 1, 2. Das ist da hier zu Hause, also der Bereich hier. Dann muss ich plus 1 setzen. Wie schaut es hier aus? 3, 1, 3 kommt zweimal die 3 vor, ist 0. 3, 2, 1 hier. Also das muss ich auch berücksichtigen. 3, 2, 1 ist hier oben, ist hier negativ zu setzen. Alles andere wird wieder 0. Also haben wir hier auch zwei Summanden zu berücksichtigen. Und jetzt an der Stelle streichen wir unsere Gedankenhilfe wieder. Wird nicht mehr benötigt. Schaut schon mal gut aus, ja. Im Vektorprodukt, wir können ruhig nochmal zurückschauen am Anfang, kommen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, Elemente vor, wenn man so will. Hier haben wir auch 6 Elemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sieht gut aus. Ja, was ist als nächstes zu tun? Wir haben uns das überlegt. Ja, wir ersetzen jetzt das Symbol durch die Definition, also durch das entsprechende Vorzeichen. Okay, also haben wir hier Plus, hier Minus, hier Minus, hier Plus, hier Plus. Und schließlich Minus. So, jetzt ersetzen wir hier diese Vektoren durch die äquivalente Schreibweise, durch die Komponentenschreibweise und erhalten 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Und jetzt brauche ich nur noch eine Vektoraddition durchführen. Und wunderbar, es steht unser Vektorprodukt da. Also kann ich in der Tat dieses Vektorprodukt so schreiben. Wobei ich natürlich diese Vereinbarung berücksichtigen muss. Über alle doppelt auftretenden Indizes wird summiert. Gut, was haben wir gemacht? Zusammenfassung. Wir haben das Vektorprodukt formuliert. Ausführlich würde es bedeuten, ich habe Summanden, ja, Levi-Civita-Symbol. Und die muss ich summieren. Wir haben begonnen, über k zu summieren, von 1 bis 3. Danach haben wir über j summiert, j von 1 bis 3. Zuletzt haben wir über i summiert. So, und um das hier alles wegzulassen, brauche ich die Einstein-Notation, die besagt, okay, über alle doppelt auftretenden Indizes summierst du, okay, dann kannst du dir diesen Schreibaufwand ersparen und direkt schreiben, okay, Symbol IJK mal das ist mein Kreuzprodukt. Also man sieht, der Aufwand ist geringer, ja, wenn man diese Notation verwendet. Ja, man darf das alles weglassen. Ist doch schon mal ein Vorteil. Okay.